Gut, wir machen jetzt weiter also mit dem neuen Video mit der Dichte. Was bedeutet Dichte? Jetzt können wir uns ja Folgendes schon mal vorstellen: Wenn die Atome oder Moleküle, da kommen wir später drauf, wenn die also alle einen gewissen Abstand zueinander haben, dann kann man die ja komprimieren, wie in unserem Versuch. Das geht. Das heißt, und jetzt stellen wir uns mal ein Müllauto vor. Ich mache mal eine kurze Pause, um das aufzumalen. So, zum Müllauto. Wir stellen uns mal ein Müllauto vor, das fährt hier durch die Stadt. Und die Müllwerker, die sammeln die ganzen gelben Säcke rein und schmeißen die hier rein und dann liegen die hier alle so drum rum. Und wir wissen alle, dass die gelben Säcke, wenn, dann ziemlich, naja, voller Luft sind. Dass das Verpackungsmaterial, was da drin ist, ziemlich locker beieinander liegt. Das wissen wir alle. Jetzt würden ja nach ein, zwei Straßen die Müllautos schon immer voll sein und da haben die sich was einfallen lassen, die Ingenieure. Da haben die innen drin so eine Klappe und wenn genug gelbe Säcke drin sind, dann wird von innen Hebel betätigt und dann macht die Klappe drrrt, geht hier hoch und dann schiebt sich der Mechanismus zusammen, sodass die Müllsäcke, also hier in die Richtung, sodass die Müllsäcke alle hier komprimiert sind, zusammengedrückt sind. Dann geht die Klappe wieder runter und die können neue reinschmeißen und es geht, solange es voll ist. Man kann also diese Stoffe komprimieren, zusammendrücken. Das ist auch sehr praktisch, ne? Das wäre albern, mit einer Ladung Luft durch die Gegend zu fahren. Wir wissen alle, wie leicht so ein Müllsack eigentlich ist, so ein blauer, gelber. Da ist nicht viel drin. So, das bedeutet, die haben es komprimiert, also verdichtet. Nochmal zum Aufbau, zum, nicht Aufbau, nochmal zu den Abstand der Atome. Bei Gasen ist uns das klar. Bei Flüssigkeiten und bei festen Stoffen denkt man, die sind nicht komprimierbar, also ist das so. Aber was wir bis jetzt vielleicht noch nicht gewusst haben, die haben unterschiedlich große Abstände. Ich nehme mal ein Beispiel, das war jetzt nur ein Beispiel, was Komprimieren auch bedeutet. Betrachten wir mal feste Stoffe, und zwar als Beispiel Aluminium. Aluminium, ich mache es ganz, ganz locker. Aluminium, Eisen. Und Gold. Wir wissen alle, dass Aluminium leichter ist, ne? Man sagt einfach so leichter und Gold ziemlich schwer ist. Wir müssen das eigentlich anders sagen. Wir müssen eigentlich sagen, Eisen ist dichter als Aluminium und Gold ist noch dichter als Eisen. Die einzelnen Atome, die Aluminiumatome, die sind relativ groß. Und die Abstände hierzu, wenn man sich das als Gitter vorstellt, nicht als Gitter, als Anordnung, sage ich mal ganz locker, dann kann das durchaus so aussehen, dass hier noch ein bisschen Platz dazwischen ist. Das ist bei Eisen, obwohl die, Moment, obwohl die Atome durchaus größer sind, ganz anders. Die sind enger zusammen. Und nicht bloß das. Aluminium hat weniger, sagen wir mal, Masse in seinen einzelnen Atomen. Das heißt, ein einzelnes Aluminiumatom ist etwas leichter als das von Eisen. Und bei Gold, die noch größer sind und noch schöner, enger zusammengepackt sind, ist das noch schlimmer. Das heißt also, je dichter, umso mehr Masse hat sich in jedem einzelnen Atom konzentriert. Das heißt, wenn ich Tafelwerk habt ihr ja noch nicht, ne? Nee, okay. Ist aber nicht das Problem. Wenn ich dazu im Tafelwerk nachschaue, dann merke ich, dass die Masse der einzelnen Atome bei Gold sehr hoch ist und zusätzlich das Gold sozusagen eng gedrängt ist. So kann man sich das vorstellen. So ähnlich wie viele gelbe Müllsäcke auf ganz engem Raum zusammengedrängt sind. Und das ist beim Aluminium überhaupt nicht so der Fall. Die sind praktisch ein bisschen leichter in den einzelnen Atomen. Jedes einzelne Atom ist leichter, da ist nicht so viel Masse drin. Wir kommen dann später noch drauf, dass sie aus Protonen und Elektronen und Neutronen und so weiter bestehen. Und das ist hier bei diesen leichteren Elementen nicht so der Fall. Deswegen sind die nicht so dicht. Dicht kann man sich also wie folgt betrachten. Dichte, und das jetzt einfach mal mitschreiben. Dichte, das Formelzeichen dafür ist Rho. Das sieht aus wie so ein oberer Teil eines Hirtenstabes. Ja, hier. Rho.
ergibt sich aus Masse des Stoffes geteilt durch sein Volumen, was es einnimmt. Das mache ich jetzt nochmal für Aluminium, Al, Aluminium. Da ist die Dichte so. Und zwar, da schreibt man ruhig Rho, Al. Das ist ein Index, eine kleine Bezeichnung. Ist gleich und dann, ich glaube, das sind ziemlich so 2,7. Und da wir ja eine Masse durch ein Volumen teilen, Gramm pro Kubikzentimeter. Das heißt, jedes kleine Würfelchen, was so ungefähr so groß ist, jedes hat eine Masse von 2,7 Gramm. Bei Ferrum, das ist Eisen, Rho Fe, könnte man also schreiben, das wären rund 7,8 Gramm pro Kubikzentimeter. Das heißt, genauso große Würfelchen aus Eisen, die sind schon rund dreimal so schwer. Schwer darf man eigentlich gar nicht sagen. Massereich, ne? Aber wir sagen im Sprachgebrauch schwer. Da wiegt jedes kleine Würfelchen mit 1 cm Kantenlänge, ne? 1 Kubikzentimeter. Genauso wie hier bei Aluminium, aber 7,8 Gramm. Und viel schärfer. Oh, jetzt habe ich zu viel gemalt. So, und noch viel schärfer ist es bei Aurum, beim Gold. Also Rho AU wäre 19,8, hoffentlich verhaue ich mich jetzt nicht, Gramm pro Kubikzentimeter. Also auch hier jedes Würfelchen, genauso groß wie von den anderen Würfeln, ob Eisen oder auch was anderes, hat eine Masse von 19,8 Gramm. Das ist bei Gramm vielleicht gar nicht mal so schlimm. Aber wenn ich mir schon einen bisschen größeren Würfel vorstelle, und zwar ein Würfel mit 10 cm Kantenlänge, der hätte ja, ich könnte auch sagen, statt 10 cm, könnte ich ja auch sagen, ein Dezimeter. Ne? Ein Dezimeter, ein Dezimeter, ein Dezimeter. Dann sieht das wesentlich drastischer aus. Dieses Ding hat hier, wenn es aus Gold besteht, nehmen wir an, das wäre Aurum, das Strahlende. Eine Aura, die strahlt um einen Kopf, das habt ihr vielleicht schon mal aus der Mythologie gesehen. So, wenn das Ding aus Gold besteht und ein Dezimeter Kantenlänge hat, dann wären das mal 1000, also 19,8 Kilogramm. Oh la la, das sind fast 20 Kilogramm, das ist eine Hantelscheibe, eine große. Ich mache mal Pause an der Stelle, um einiges zu klären. So, noch eine Spezialdichte, die sollte man auf jeden Fall wissen, von Wasser, H2O. Die Dichte von Wasser, jetzt schreibe ich mal Wasser als Index dazu, damit ihr später wisst, dass H2O Wasser ist, ist gleich zufälligerweise 1 Gramm pro Kubikzentimeter. Oder das entspricht 1 Kilo, ich will es doch sagen, Kilogramm pro Kubikdezimeter. Da wir aber alle wissen, dass ein Kubikdezimeter auch ein Liter ist, dann könnte man auch sagen, 1 Kilogramm pro Liter. Das ist sehr praktisch. Das hat nicht der liebe Gott so eingerichtet, das ist Zufall. Und wir haben uns entsprechende Maßeinheiten geschaffen. Man kann also, jetzt kommt wieder ein mathematisches Zeichen. Daraus folgt bei dieser Spezialdichte, ich mache das deswegen rot, daraus folgt, und zwar aus dem letzten folgt, dass ich sagen kann, ich nehme ein Glas mit einem Liter Wasser, und ich kann sagen, das entspricht einem Kilogramm Masse. Das ist das Schöne bei Wasser. Man weiß also gleich, wunderbar, wenn ich ein Liter Wasser habe, habe ich ein Kilogramm. Und wenn ihr jetzt Wasserkästen mal schleppen müsst und einfach zusammenzählt, und dann haben wir meinetwegen 6 Flaschen A 1,5 Liter drin, habe ich 9 Liter Wasser. Jetzt den Plastikkasten und die Plastikflasche mal weggelassen, dann weiß ich, das sind 9 Kilogramm, die ich da gerade eben geschleppt habe. Das bloß mal nebenbei. Wir werden jetzt gleich mal ein paar Übungen durchführen, um mit der Dichte besser umzugehen und auch noch ein paar lustige Beispiele errechnen, um zu sagen, Mensch, Donnerwetter, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so schlimm und so viel oder so wenig oder was auch immer ist. Zur Dichte noch einige Angaben. Ich hatte schon hier Beispiele genannt. Man gibt die Dichte Rho in, wenn ich eckige Klammern schreibe, dann ist dann immer die Einheit gemeint, entweder in Gramm pro Kubikzentimeter, oder Kilogramm pro
pro Kubikdezimeter. Wenn ich das mal 1000 nehme, komme ich auf 1000 Gramm, sind 1 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Ne? 1000 Kubikzentimeter ist ein Kubikdezimeter. Aber auch, ich schreibe extra das Wort auch, Doppelpunkt, in Kilogramm pro Kubikmeter, also riesengroße Würfel, Meter mal Meter mal Meter, das macht man bei Gasen so. Kilogramm pro Kubikmeter macht man bei Gasen, weil sonst müsste man mit ganz, ganz vielen Kommastellen arbeiten, wenn ich das versuche mit Kilogramm pro Liter oder Kilogramm pro Kubikdezimeter anzugeben. Das würde nicht gehen, das bringt nichts. Ein Beispiel dafür, ein Beispiel ist Luft. Die Dichte von Luft, Luft ist ein Gasgemisch aus, das meiste ist Stickstoff und Sauerstoff. Die Dichte von Luft beträgt 1,29 und jetzt Kilogramm pro Kubikmeter. Das heißt, ein dicker Würfel Luft, ein Meter mal ein Meter mal ein Meter, hier zum Beispiel unterm Tisch, das wären 1,29 Kilogramm. Das ist die Dichte von Luft. Dann gibt es noch andere Dichten und so weiter. Da kommen wir dann dazu, wenn wir dann Ballons aufsteigen lassen, so ein Kram. Müssen wir ausrechnen, was der trägt. Man kann zum Beispiel über solche Dinge ausrechnen. Geht es, dass ich mich auf den Rummel stelle und dann sage, wo ist denn der nächste Luftballonverkäufer? Gasballons, kennt ihr? Und jetzt kaufe ich mir 1000 Stück und fliegt los. Ne? Das geht. Also, naja, können wir ausrechnen. Gut, an der Stelle erstmal Stopp. Wir machen jetzt im Übungsvideo weiter, um uns mal mit Übungs- und Beispielvideo, um uns dann mal mit solchen Sachen zu beschäftigen. Was ist da los? Also, nächstes Video. Einfach schauen. Das ist der dritte Teil zum Thema Dichte.